herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es an Marios Golf weiter. Ich habe noch keine Ahnung, was in diesem Video alles am Ende passieren wird. Aber einen kleinen Schritt, den wir mal wieder am Optimieren sind hier, wollen wir euch unbedingt zeigen, weil es einfach interessant ist. Auf dem Prüfstand, habt ihr ja mitbekommen, haben wir dann irgendwann noch mehr Ladedruck gestellt und die Leistung ging runter auf den letzten 500 Umdrehungen um 100 PS. Obwohl eigentlich alle Messwerte soweit top waren. Und da haben wir noch keine Erklärung für. Deswegen kam uns dann irgendwann die Idee, das Einzige, was jetzt fast noch überbleibt, ist, dass die Auslassfedern zu schwach sind. Das heißt, bei einer gewissen Drehzahl, je höher die Drehzahl ist, je stärker muss die Feder sein, weil das Ventil einfach immer schneller auf und zu geht. Somit ist auch sind die Fliehkräfte höher und die Feder muss stärker sein. Und dann kommt ja immer noch dazu der Gegendruck in dem Krümmer, den wir ja messen, der in dem Fall 3,5 Bar war. Gegen diesen Gegendruck muss das Ventil auch noch zugezogen werden. Jetzt ist unsere Überlegung, wenn der Gegendruck zu hoch wird und die Drehzahl zu hoch wird, dass dann irgendwann das Ventil minimal offen stehen bleibt. Keine Angst, das heißt jetzt nicht, dass Kolben kommt und das Ventil wieder reinschlägt, sondern einfach nur, dass es kurz offen bleibt. Das hat zur Folge, dass ein paar Restgase im Zylinder bleiben und dann geht natürlich logischerweise die Leistung zurück, weil im Brennraum nicht genug Sauerstoff ist. So, also müssen wir überhaupt erstmal ermitteln, was in diesem Motor so drin ist, weil wir uns da vorher gar nicht so mit beschäftigt haben. Jetzt war Variante 1, einfach alles zerlegen. Das geht immer gut. Variante 2 war, wir versuchen das Ganze eingebaut. Das geht auch erstaunlich gut. Ich weiß noch, ich habe das Ganze mal bei mir bei Limo gemacht. Das war Katastrophe. Aber der VR6 ist eigentlich der perfekte Motor, um das so zu zerlegen und sich anzugucken. Ne? So, also kurzes Spiel. Einfach nur Druckluft auf den Zylinder. Dabei auf jeden Fall die Kohlwelle blockieren, weil der Kolben will definitiv nach unten, egal wie, wo, was. Ähnlich wie bei der Verbrennung. Und schon könnt ihr einfach mit so einem ganz normalen, billigen, handelsüblichen Werkzeug, zack, das Ganze nach unten drucken und das Federtellerpaket rausnehmen. So viel erstmal zur Theorie. Jetzt müssen wir erstmal bestimmen, wie die Feder da drin sitzt. Das heißt, wie hoch die Einbaulänge ist. Das heißt, wie weit die Feder im eingebauten Zustand ohne Ventilhub vorgespannt ist. Das geht natürlich auch nur so semi-toll. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze machen. Dann müssen wir uns auf jeden Fall mal irgendein geiles Werkzeug verbauen, um das in Zukunft ein bisschen besser zu machen. Ja, bislang war es ja noch nicht wirklich von Bedeutung. Ne? So, wir haben jetzt hier 37,4 mm. Von Auflagefläche Feder zu Spitze vom Ventil. Jetzt messen wir dagegen. Wie viel Unterstand das Ganze hat? 1,1. Wir machen nochmal eine Gegenmessung. Nochmal 1,1, das heißt, was habe ich gerade gesagt, 37,4 minus 1,1 sind 36,3 mm und jetzt müssen wir den Federteller noch abziehen. Das Federpaket ist schon da hinten, ne? Ja, liegt schon da hinten. So, verbaut war eine FCP-Feder bzw. ein Federkit mit Titanteller. Das war auch schon gebraucht. Reinkommen tut ein Supertech-Kit auch wieder mit Titanteller. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wo wir da sind. Als allererstes gibt es da eine schöne Angabe. Diese Federn sind eigentlich dafür gemacht, eine Einbaulänge von 33 mm zu haben. So, wir gerade hatten jetzt bei deinem Motor 37,4 haben wir gemessen, minus 1,1 waren schon mal Schritt 1. Jetzt müssen wir den Teller nehmen, weil wir haben jetzt gemessen quasi die Länge von hier bis oben drauf. Und jetzt müssen wir nochmal feststellen, wie dick der Teller ist. Und das sind nochmal 2,7 mm minus 2,7. Das heißt, wir sind bei 33,6 mm. Die Federn waren eingebaut auf 33,6 gespannt. Also 0,6 weniger als... 0,6 weniger. Das kommt einfach davon, wenn die Ventile nachgeschnitten werden, wandert das Ventil weiter in den Kopf rein. Somit auch die obere Nut für die Keile und somit wird die Feder einfach wieder länger. Das heißt, theoretisch verschenken wir hier schon mal deutlich Anpressdruck, weil Federn werden halt einfach immer stärker, je weiter sie gepresst werden. So, jetzt gucken wir uns aber mal einfach die Federn untereinander an. Hiermit Federwaage, vielen Dank an Tim von MG Motorsports fürs Leihen. Die hat leider, die ist ein bisschen in die Jahre gekommen und hat ein bisschen Offset. Das heißt, die Werte, die wir gleich rauskriegen, sind nicht relevant, aber sie ist natürlich perfekt zum Vergleichen untereinander. Und wir wollen erstmal vergleichen. Jetzt müssen wir als allererstes die Feder messen. Was habe ich gesagt? 33,6. Damit die innere Feder geführt ist, packen wir den Teller wieder drauf.
Somit müssen wir 2,7 wieder draufrechnen. Das heißt 36,3 mm. Das passt so. Für alle Schlaumeier, man kann das Ganze natürlich auch einstellen. Aber in unserem Fall Anschlag. Ist Anschlag und reicht noch nicht. Weiter, weiter. Ne, das war schon viel zu weit. So, jetzt haben wir hier 105. Jetzt machen wir das Ganze mit der Supertech-Feder. Ne, ein bisschen zurück. Ne, ein bisschen weiter zurück. Ne, jetzt ein bisschen zurück. Ein bisschen weiter. Zurück oder vor? Ne, vor. Ja, 107. Aha. Das heißt, das bringt uns theoretisch rein gar nichts, die Federn zu tauschen. Mhm. Obwohl diese Federn gebraucht sind. Aber das ist jetzt nicht der Punkt. Die Supertech-Federn lassen einen maximalen Ventilhub von 15,5 mm zu. Das heißt, in dem eingefederten Zustand kannst du sie noch 15,5 mm zusammendrücken, ohne dass die Federn auf Block gehen. Mhm. Das wiederum heißt jetzt aber, dass wir logischerweise noch jede Menge Reserven haben, weil du fährst ja leider keine 15,5 mm. Leider nicht. Sondern nur 12,2 mm Hub. Wir rechnen mal mit 12,5, da hat man schon mal ein bisschen Sicherheit drin, weil das Hydro und so weiter, man weiß ja nie. Das heißt, theoretisch können wir die Feder 3 mm unterlegen und kommen am Ende auf das gleiche gestauchte Maß wieder, wie es theoretisch zulässig ist. Und genau da kam Renke ins Spiel, vielen Dank dafür. Renke hat uns so ein paar schöne Ringe gemacht, die liegen genau zentriert jetzt im Kopf drin und die kommen einfach unter die Feder. Und jetzt zeigen wir euch das Ganze einmal eingebaut. Wir hatten eben 105. Mhm. Und siehe da, wir sind schon bei 122, also gut 10% mehr im Sitz schon, ohne Ventilhub. Und jetzt kommen hier, wie wir gerade gesagt haben, 12,2 mm Hub dazu, also sind wir bei 24. Dann können wir nämlich gleich kontrollieren, wie viel Luft die Federn noch haben. Jetzt ist das Coole, nee, jetzt kannst du einmal wegmachen. Das kann nämlich die Waage jetzt. Jetzt mach mal runter. Achso, lässt man es einfach ein. Zack. So, und wenn du sie jetzt bis einrasten lässt, haben wir den maximalen Hub. Dort haben wir jetzt 235. Wie ihr in der Feder seht, das wird schon langsam sportlich. Da kommt ja immer noch mal eine Schwingung dazu. Aber das ist ja locker noch nicht auf Block. So, ne? Also ich behaupte jetzt mal, da kann man locker noch 1,5 mm rausholen, theoretisch. Das können wir uns gleich mal angucken. Also hier das wäre jetzt Hydro-Nocke voll betätigt. Genau, das ist jetzt dein voller Ventilhub. 2,35 gegenüber, wir lassen den Ring weg. 2,10. Das heißt, man hat gute 10% mehr Kraft auf dem Ventil, was auf jeden Fall nicht unerheblich ist. Jetzt können wir uns höchstens noch mal angucken, wie weit man theoretisch gehen kann, bis sie auf Block ist. Das sind jetzt locker 2 mm mehr. Ja, und da wird es jetzt dann langsam kritisch. Also ein bisschen Luft ist immer noch. Man muss ja nicht gleich immer zu viel machen. Wir fangen einfach mal soft an, bauen das Ganze zusammen und gucken mal, was passiert. Ne? Bin gespannt. Weiter geht's. So, die Ventilfedern sind getauscht, das Auto läuft wieder, alles wieder schön, alles wieder gut. Und ehe wir jetzt die ersten Tests auf dem Flugplatz machen, habe ich noch auf der Liste auf jeden Fall den Unterboden zu verkleiden. Das hatte ich ja früher schon mal in Alu, das würde ich dieses Jahr aber gerne in Carbon machen. Der Artium von Baltic hat mir da so schöne Carbonplatten für gemacht. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an. So, das sind die beiden guten Stücke, die er mir gemacht hat. Und ich hatte im Vorfeld schon mal irgendwann im Herbst so Pappschablonen dafür gemacht, sodass wir jetzt also ab der Vorderachse den Mitteltunnel verkleiden und hier hinten, ich nenne es mal dieses T zum Diffusor. Ich filme das nochmal so. Ich denke, dann weiß jeder, was gemeint ist. Also im Prinzip ab diesem Übergang nach vorne. Genau das werden wir jetzt tun. So, die erste Platte zeigt so ein bisschen, was sich erahnen lässt.
Ich hatte damals den alten mit Nieten fest in so Löchern, die da waren, aus alten Zeiten oder aus Hitzeschutzstehbolzen. Die werde ich jetzt wieder nehmen, niete den also wieder an und werde mich jetzt Stück für Stück nach hinten kämpfen. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einen vorhandenen von der alten Spritleitung, den werde ich natürlich noch kürzen. Und so werde ich den jetzt alle 20 cm oder so einmal festmachen, damit er natürlich nicht abreißt. Ja, weiter geht's. So, der Teil wäre angebracht. Jetzt fehlt noch die Anbindung von dem Teil an den Diffusor. Hier habe ich damals extra so eine Alukante schon rangemacht, weil ich ja wusste, dass ich da irgendwann was dran befestigen möchte. Das heißt, hier können wir jetzt dann schön auch Nieten reinsetzen und den Mittelteil daran befestigen. Dieses schöne Bonbonpapier hier ist jetzt aktuell noch meine Schablone. Den Teil werde ich aus Alu bauen, einfach weil ich nicht genug Carbon habe, das andere Teil noch für vorne haben möchte. Deswegen wird der Teil aus Alu sein und wir halten es auch nicht für so ganz schlecht, wenn noch so ein bisschen Gewicht wieder hinten reinkommt. Also, weiter geht's. Ja, es ist leider schon ein bisschen später. Ich habe eben einmal vergessen, Zeitraffer anzumachen. Dieses Teil habe ich jetzt natürlich mit der Stichsäge ausgesägt, weil ja, es ist 1,5 mm Aluminium. Das wird mit der Blechschere eine Lebensaufgabe. Und ich würde sagen, weiter geht's. Gucken wir mal, ob das passt. So, Tag 2 ist angebrochen. Ich musste das Blech kurz bei einem Kumpel kanten und er hat es mir gleich lackiert. Weiter geht's. Ich werde es jetzt hier also an den Diffusor befestigen. Dieses Teil werde ich schraubbar machen. Das heißt, hier kommen Einziehmuttern überall rein und das Blech wird dann mit Schrauben verschraubt. Dann fehlt noch der Unterboden vorne. Weiter geht's. Wie schon am Anfang des Videos angekündigt, hatte ich keine Ahnung, was in diesem Video noch so kommt. Aber Marius hat spontan am Unterboden ein bisschen weitergemacht, wie ihr gerade in den Zeitraffer gesehen habt. Und das sieht jetzt ja eigentlich schon soweit fast fertig aus, ne? Ja, noch nicht mein Traum, aber es ist schon ganz gut, ja. So, also wir haben jetzt hier in der Mitte haben wir einmal Carbonplatte von Artium, ne, genau, die ihr selber macht. Genau. Das ist eine relativ weiche, leichte Platte. Und nach hinten raus hatten wir ja irgendwann letzten Jahres diesen Diffusor schon gezeigt, den du gebaut hattest. Den musstest du jetzt hier vorne noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, verkleiden. Ne? Genau, der ist hier angesetzt im Prinzip und ist hier an den Hinterachsbuchsen angebunden. Mhm. Eigentlich bin ich soweit auch glücklich, aber der Teil unter dem Motor, da habe ich noch ein bisschen andere Träume, den werde ich nochmal ändern. Gibt es nochmal ein Upgrade? Ja. Wie viel Millimeter ist das jetzt? Das ist 1,5er. Mhm. Das ist alles 1,5er jetzt. Oh, sieht auf jeden Fall männlich aus, ne? Ja, bisher sind wir ja noch nicht einen einzigen Meter gefahren, zumindest nicht schneller gefahren. Das heißt, ob das Ganze funktioniert, wird sich wahrscheinlich mit gut Glück morgen zeigen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir es sogar hin, in das Video noch die eine oder andere Szene mit einzubinden, ne? Je nachdem, wie viele Läufe es gibt. Aber der Plan ist zumindest morgen mal eine Runde zu fahren. So, und hier vorne auch erstmal, das ist der alte? Genau, das ist mein alter. Den habe ich jetzt hier um die Wassermeterpumpe und den Benzintank ausgespart. Deswegen ist hier ein bisschen, weil es früher anders war. Ich träume aber davon, das kleine Rennrohr, ja, hast du hier. Ich träume aber davon, den auch entweder nochmal neu aus Alu oder aus Carbon zu bauen. Und wir wollen ja gern vorne ein Stück überstehen. Also. So ein bisschen schwertmäßig, was er rausguckt, ne? Ja. Mhm. Aber das war jetzt in den 2 Tagen nicht mehr drin. Nicht mehr machen. Also viele Leute, die immer ganz gerne fragen, ich habe vorhin mal so überschlagen, das Zeitraffer waren so ungefähr 9 Stunden, die ich am Unterboden verbracht habe. Ich weiß nicht, wie viel Maxi davon eingebunden hat.
So ziemlich alles. Neun Stunden Video. Also es kommt dann doch immer viel zusammen. Ne? Ich wusste gar nicht mehr, dass er so weit rausguckt. Ja, ich habe mir gedacht, kürzen kann ich ihn ja immer noch. Du hast ihn erst mal so lange gelassen. Würde ich vielleicht auch, aber ich hatte mir diesen Bürzel hier immer so gelassen. Ja. Mich haben auch schon ein paar Nachrichten erreicht, ob das nicht konträr zur Traktion ist, dass jetzt hier die Abgase auf der Straße drücken. Weil der ganze Vorderwagen sich hochhebt. Weil der sich dann vorne hochhebt, genau. Ob nicht bei 300 km/h der Fahrtwind stärker ist als das, was aus dem Lader kommt. Ja, das ist natürlich. Ich weiß nicht, ob die Leute schon mal hinter so einem Auto standen, wenn das bei 9000 nee, also, oder 8000 Drehungen läuft. Da glaube ich sogar, dass es bei 300 gerade dadurch, dass er rausguckt, so stark vorbeiströmt, dass es sogar rausgesaugt wird. Aber ich denke nicht, dass hier... Gesogen. Ja, dass das langsamer ist, was da rauskommt. Aber man kann immer den Matto-Lader checken, ne? Ja, doch, da kommt man. kommt man sogar durch. Aber die Keramikbeschichtung hält tatsächlich, ne? Ja. Ja, das Witzige ist, wir haben da ja auch schon zweimal dran rumgeschweißt hier unten am Endrohrbereich. Und die ist innen... Nochmal drin. Zur Erinnerung, hier war ja von den Hamburgern, Pulverbeschichtung Nord, diese Keramikbeschichtung drauf. Und bis heute hält die Downpipe und die Keramikbeschichtung genauso. Man sieht immer noch diesen leichten goldenen grünen Schimmer. Ne? Mal gucken, was morgen passiert. Morgen sind hier erstmal ganz viele Steinschläge auf jeden Fall. Ja, okay, so. Hier sind ja immer noch die Slicks vom Prüfstand drauf. Das sind ein paar Hus hier. Mhm. Die sind natürlich jetzt nicht so perfekt zum Fahren geeignet, aber für den Prüfstand sind sie perfekt, weil sie eine recht harte Karkasse haben. Ne? Mhm. Extra, extra harte, die sind eigentlich von dem Golf 3. Ist, glaube ich, eher ein Rundstreckenreifen. Genau, mal, ne? Ist eigentlich so ein ganz weicher, so eine A7-Mischung. Ein weicher Rundstreckenreifen. Können wir jetzt auch einen Abarth machen. Theoretisch. Ja, da kommen jetzt noch die hier drauf. Genau. Die warst du aber sonst auch schon gefahren, die ne? Hatte ich schon eine Saison durch. Ja, ist halt krass, ne? Ist immer wieder Wahnsinn, wie leicht diese Slicks sind, ne? Ja, das ist schon cool. Gut, Karkasse haben sie auch gar keine, ne? Genau, die sind extra, extra weich und sacken dann auch so zusammen, mhm. Ne? Not for highway use. die warst du aber vor 2 Jahren schon gefahren. Genau. Ist erstmal ein bisschen ein ekliges Gefühl, sowas zu fahren, ne? Ja, man hat das Gefühl, du fährst ein bisschen Boot. Genau. Weil man dann aber auch Luftdruck so auf 1 Bar oder so ablässt. Ja, 0,8 hat man, glaube ich, ja. 0,8, ja. Das ist dann halt ja. Schon auch schon sportlich. Aber dann war ich 0,100 auch 4,4, glaube ich, gefahren, ne? Mhm. Das war dann ja schon, ist ja für Front dann schon ganz gut gewesen. Ja. Die Felge ist was für ein? Das ist von diesem A2, A3, also es ist ein altes Audi-Rad, ein 5x100 Rad. Mhm. Ich glaube eine 6x15. Ne? So, und jetzt ist das Krasse, wir blenden mal ein Bild ein. Die Le Mans Felge, die ja sonst auf dem Auto immer drauf sind, 7,5x17, mhm. Die wog 17,2 Kilo. Ja. So, und jetzt sind wir bei dem Rad hier. Mit Reifen. Mit Reifen, genau. So wie es vorher drauf war. Ja, und da sind wir mal bei 12,2. Das heißt, theoretisch bei den vorderen Rädern 5 Kilo weniger. Ja. Und das hinten ist schon, leider nicht, aber schon eine Menge Holz. Hinten ja. Ist ein anderer Reifen drauf, der ist mit Sicherheit nochmal 1-2 Kilo schwerer. Macht jetzt aber auch keinen Sinn, rund um die Slicks drauf zu machen, wenn du sie dann eh nicht nutzt. Ne? Ja, ich glaube, sie würden hinten auch gar nicht richtig warm werden und so, ne, mit dem leichten Auto. Ja, das Problem ist eher, du brauchst halt auf der Hinterachse einen Reifen mit einer, ich sag jetzt mal, härteren Karkasse, weil die Hinterachse führt ja das Auto. Ne? Da kannst du unmöglich so ein... Hätte ich auch ein bisschen Respekt vor. Wäre einfach unnötig, ne? Ja. Das funktioniert so besser. Ja, okay, dann haben wir da wieder ein paar Kilos gefunden. Unterboden ist zu. Ich würde sagen, jetzt geht's auf Event. Und dann gucken wir mal, was wir da auch noch so alles einbinden können.